Hallo, heute will ich dir zeigen, wie das Kassabuch von Hello Cash funktioniert. Du klickst einfach in der Registrierkasse auf Kassabuch und siehst die letzten Kassenbewegungen mit allen Details. Zum Beispiel, wenn du klickst, war hier ein Bareingang am 2.12. um 10 vor 7 in der Höhe von 275 und dies war die Barrechnungsnummer 251. Angenommen, du möchtest nun einen Lieferanten bar bezahlen, klickst du auf den Button Ein Auszahlung, wählst hier Auszahlung, gibst den Betrag ein, zum Beispiel 200 Euro, kannst Rechnungsnummer oder Lieferscheinnummer eingeben und beschreibst hier kurz für Dokumentation, zum Beispiel Artikel Warenlieferung von Lieferant X. YZ, klickst einfach auf Speichern und schon ist dieser Ausgang in Höhe von 200 Euro in der Kasse vorhanden. Wenn du auf die Nummer klickst, siehst du hier wieder die Beschreibung, wofür bezahlt wurde. Dies ist wichtig zu Dokumentationszwecken. Weiter rechts siehst du immer den aktuellen Kassastand, wobei dieser hier nur beispielhaft dargestellt ist. Zusätzlich ist es dir möglich, falls du dich vertippt hast, einen Betrag zu stornieren, wobei es immer wichtig ist, dass du den Stornierungsgrund angibst. Zum Beispiel Rechnungsnummer falsch eingetragen. Du klickst auf Stornieren und siehst, dass dieser Ausgang storniert wurde. Diese auch Stornos werden natürlich immer angezeigt zu Dokumentationsgründen. So einfach funktioniert die Registrierkasse bzw. das Kassenbuch von Hello Cash. Wenn du Fragen hast, kannst du dich jederzeit an unseren Support wenden. Danke!